Radio Morgenkreis. Freitag, der 25. September 2020, ist der vorletzte Tag der Online-Themenwoche Digitale Schule? Fragezeichen. Auf den Kulturwandel kommt es an. Ausrufezeichen. Wir haben die vorletzte Folge von Radio Morgenkreis vor uns. Mein Name ist Jöran Musmeerholz und es geht gleich los. Ich hatte dann leider einen damals schon ziemlich alten Physik-K-Lehrer, der mir dann sehr schnell gesagt hat, dass Frauen bei ihm nicht mehr als 10 Punkte kriegen, weil die können keine Naturwissenschaften. Und als ich als Facharbeit eine Homepage mit physikalischen Experimenten gebaut habe, mir nicht geglaubt hat, dass ich das selber gemacht habe. Das war die Stimme von Dr. Laura Sophie Dornheim, die gestern Abend den Vortrag Der digitale Wandel und die Geschlechterfrage gehalten hat. Wir hören gleich noch einen längeren Bericht. Davor schauen wir uns die Webinare vom Nachmittag an. Wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden? Das war die Frage im ersten Webinar mit Christian Ebel aus Gütersloh und Thomas Spahn aus Hamburg. Unsere Korrespondentin Anke Wagner berichtet, was passiert ist. Bei dem Webinar »Wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden?« haben wir zwei regionale Netzwerkprojekte kennengelernt. Ein Netzwerkprojekt gibt es im Kreis Gütersloh, das wurde von Christian Ebel vorgestellt. Das wurde vor 3 Jahren ins Leben gerufen und das ist ein Kooperationsprojekt aller Bildungsverantwortlichen im Kreis Gütersloh. Das zweite Projekt ist das Projekt der Stadt Hamburg und das wurde von Thomas Spahn vorgestellt und da steht das Lernen im Fokus und beide Netzwerkprojekte zeichnen sich durch ein größeres Qualifizierungsangebot aus, das sie den teilnehmenden Schulen zukommen lassen. Was ich bei dem Projekt im Kreis Gütersloh ganz spannend finde, dass ein Dialogformat etabliert wurde, nämlich ein runder Tisch für Schulen und Schulträger, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und auch bei so kontroversen Fragen wie der Ausstattung an den Schulen gemeinsame Antworten zu finden, gemeinsame Entscheidungen und gemeinsame Qualitätsstandards festzulegen. Bei der Frage, die die Teilnehmenden sehr interessiert hat, nämlich wie nachhaltige Netzwerkstrukturen geschaffen werden können, haben die Referierenden 2 Punkte genannt. Einmal, dass es unbedingt einen moderierenden Akteur braucht, nämlich das kann ein Bildungsbüro oder ein Kreismedienzentrum sein. Also es braucht eine koordinierende Stelle, die alle Akteure eines Netzwerks an einen gemeinsamen Tisch bringt. Und auf schulischer Ebene braucht es die Bewegung von unten und von oben. Einmal von unten müssen die digitalen Vorreiter unterstützt werden, dann durch die Schulleitung, die durch eine Rahmensetzung Planungszeit zur Verfügung stellt oder auch Mikrofortbildung ermöglicht. Also der Bottom-up-Prozess braucht seinen Widerpart in der Schulleitung. Ganz zum Schluss gab es noch eine spannende Frage, wie radikal der Kulturwandel sein soll. Also braucht es eine Revolution oder geht es auch in kleinen Schritten, zum Beispiel über die gängige Schulkultur, also die Entwicklung über digitale Unterrichtsentwicklung, über Fachunterricht. Da entspannte sich eine sehr konträre Diskussion und eine Teilnehmerin hat das so zusammengefasst, es braucht so viel Revolution wie möglich und so viel Evolution wie nötig, um alle mitzunehmen. Anke Wagner für die Deutsche Schulakademie. Danke an Anke. Ich übergebe dir das Wort gleich nochmal, denn du warst auch bei unserem zweiten Webinar gestern dabei, mit dem ganzen Kollegium auf dem Weg zur digitalen Schule. Wie kann erfolgreiche Personalentwicklung aussehen? Die Referenten waren Jenny Radzimski-Kolzau von der Bezirksregierung in Arnsberg, das liegt in NRW, und Gerhard Müller vom RBZ Wirtschaft Kiel. In dem Webinar mit dem ganzen Kollegium auf dem Weg zur digitalen Schule, wie kann erfolgreiche Personalentwicklung aussehen, hat zunächst Gerhard Müller vom RBZ Wirtschaft Kiel berichtet. Das ist eine Preisträgerschule, die ein ganz umfangreiches Fortbildungskonzept aufgebaut hat
Und ein ganz besonderes Element finde ich die systematische Einbindung von Kooperation und Vernetzung als Möglichkeit der Personalentwicklung. Also Kolleginnen und Kollegen arbeiten in landes- und bundesweiten Kooperationsprojekten mit und tanken quasi externe Expertise auf und bringen die in die Schule zurück. Der zweite Input, den hat Jenny Ratinski-Kolzau gehalten. Dabei hat sie nochmal betont, die Bedeutung von Personalentwicklung für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Der Input war eher auf der theoretischen Ebene und ich würde dem jedem empfehlen. Ich möchte noch kurz auf die Diskussion eingehen. Da ging es vor allem auch um die Stolpersteine und um den Umgang mit Widerständen. Und was könnte ein erster Schritt sein zur erfolgreichen Personalentwicklung? Und da hat Jenny vorgeschlagen, dass es besonders wichtig ist, erstmal mit einem pädagogischen Tag zu beginnen, um die neue Lernkultur überhaupt zu vermitteln. Also den pädagogischen Tag, 1-2 Tage als Kick-off für das gesamte Kollegium, um so den Kulturwandel wirklich zu transportieren und in einem nächsten Schritt eher auch mit Inputs oder Fortbildungstagen externer Experten zu arbeiten. Denn oft auch die Experten im eigenen Haus, da ist oft der Widerstand dann doch größer. Als nächste Maßnahme sieht sie ganz wichtig, die Schulleitung einzubinden. Ohne die Schulleitung können keine nachhaltigen Entwicklungen passieren. Also die Schulleitung muss eine Gruppe der Willigen unterstützen und Ermöglichungsräume schaffen. Und ein Teilnehmer hat dann noch geschrieben, es gilt, einen Stein ins Wasser zu werfen und zuzuschauen, wie die Kreise größer werden. In diesem Sinne Anke Wagner für die Deutsche Schulakademie. Um 18 Uhr stand ein weiteres Webinar auf dem Programm. Es hieß Freiheit braucht Struktur. Wie kann eine digitale Schule beides ermöglichen? Und Stefan Rupana von der Alemannschule Wutöschingen und Lars Ziervogel von der Freiheit vom Stein Schule Neumünster haben das Programm bestritten. Für die Deutsche Schulakademie berichtet Vincent Steinl. Vielen Dank. Diese Vorträge haben mich heute sehr glücklich gemacht. Ich zitiere eine Teilnehmerin unseres Webinars Freiheit braucht Struktur, wie kann eine digitale Schule beides ermöglichen? Vorgestellt wurden 2 Schulkonzepte, einmal von der Freiherr vom Stein Schule Neumünster, da war Lars Ziervogel Schulleiter, der Referent, und zum zweiten die Alemannenschule Wutöschingen, vorgestellt durch den Rektor Stefan Rupana. Und ich möchte jetzt über die beiden Konzepte gar nicht so viele Worte verlieren. Schauen Sie sich das Webinar einfach an. Ich möchte stattdessen eine Schülerin zitieren nochmal. Lene, Schülerin von der Freiherr vom Stein Schule, die auch mit dabei war, die auch ihre Schule mit vorgestellt hat und die am Ende gefragt wurde, wie sie eigentlich, ja, zum Beispiel Eltern von ihren Freundinnen und Freunden von ihrem Schulkonzept überzeugen würde. Und darauf antwortet sie, Zitat, ich kann nicht sagen, wie das für andere ist, wie sie mit dem Lernkonzept klarkommen. Aber für mich ist es besser, wenn ich die Freiheit habe, selbst zu entscheiden. Heute beschäftige ich mich mit der oder der Kompetenz. Zitat Ende. Und ich würde sagen, ein besseres Argument sozusagen für solche Art der offenen Lernformen, offenen Lernkonzepte als diesen Akt der Metareflexion hier durch die Schülerin Lene kann es eigentlich gar nicht geben. Deshalb auch von mir sozusagen einen herzlichen Dank an alle Vortragenden, an Stefan, an Lars und an Lene für sozusagen diese beiden tollen Beispiele. Hat mich sehr inspiriert und schauen Sie sich auf jeden Fall die Aufzeichnung an. Vincent Steinl für die Deutsche Schulakademie. Gestern Abend haben wir einen Vortrag gehört von Dr. Laura Sophie Dornheim. Sie hat uns beschrieben, warum der digitale Wandel und die Geschlechterfrage oder die Geschlechterfragen zusammen gedacht und zusammen diskutiert werden müssen. Wir hören eine Zusammenfassung von Valentin Wieker von der Initiative Kreidestaub. Der gestrige abendliche Impuls hatte Dr. Laura Sophie Dornheim als Gast und als Doktorin der Gender Studies und Diplom-Wirtschaftsinformatikerin hat sie in ihrem Vortrag erörtert, welche Dimensionen der Ungerechtigkeit auf Geschlechterebene in den digitalen Sphären unserer Gesellschaft bestehen. So hat sie das Digital Gender Gap erörtert, die Unterrepräsentierung von Frauen in digitalen Berufen und aber auch schon der höheren Bildung. So fangen weniger Frauen an, Informatik und technische Studiengänge überhaupt an zu studieren.
Es gibt dort auch weniger Abschlüsse von Frauen und letzten Endes bleiben auch weniger Frauen in den technischen und informatischen Berufen vorhanden. Sie hat dann im Vortrag auch noch weiter ausgeführt, warum dies der Fall ist und ist auf Konsumverhalten und unsere Konsumkultur eingegangen, die Stereotypen, die dieses Ungleichgewicht unterstützen und produzieren, nämlich aufbaut. Sie hat eine Mystifizierung des Digitalen beschrieben, das aufgebaut wird, dass es sehr, sehr schwierig und nebulös ist, was dort passiert, und hat sich dann sofort an die Entmystifizierung gemacht. Besonders eindrucksvoll fand ich ihre didaktische Herunterbrechung von einem Algorithmus mit ihrem Bild des Aschenputtelmärchens, wo sie beschrieben hat, dass auch ein Algorithmus in seiner Basis eigentlich so funktioniert wie Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und so diese oftmals mystifizierten, sehr komplizierten Vorgänge, die im Dunkeln passieren, ans Licht und für ein einfaches Verständnis gebracht. In der folgenden Diskussion gab es dann natürlich von unserem Publikum viele Fragen in die Richtung, was kann ich als Lehrperson denn ganz konkret tun, um mehr Gleichheit und Gerechtigkeit an diesen Stellen zu schaffen, und was kann Schule als Institution tun? Valentin Wieker von Kreidestaub für die Deutsche Schulakademie. Danke sehr. In den letzten Tagen ist jeden Tag die Anzahl der Abonnenten bei YouTube für die Deutsche Schulakademie gestiegen, und das ist nicht so ganz verwunderlich, weil wir alle Webinare und alle Vorträge der Online-Themenwoche dort als Aufzeichnung bereitstellen. Wir gucken, dass wir die interaktiven Teile da rausschneiden, das Ganze mit Anfang und Ende versehen und dann möglichst umgehend für Sie zum Nachschauen auf der Website und bei YouTube haben. An dieser Stelle also nochmal die Empfehlung: Wenn Sie bei YouTube sich die Deutsche Schulakademie aufrufen, können Sie auf Abonnieren klicken und bekommen dann von YouTube eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video erscheint. Wenn Sie die Themenwoche insgesamt nochmal nachschauen wollen, empfehle ich Ihnen die Seite Programm auf der Website zum Online-Themenwochenangebot. Und dort finden Sie jeweils zu den Programmpunkten noch die Ankündigung, welches Thema, welche Sprecher und Sprecherinnen da waren und das Video mit der Aufzeichnung. Gleich wollen wir auf den heutigen Tag schauen. Wir beginnen mit großer Wurf oder kleine Schritte. Wie kann der Weg zur digitalen Schule aussehen? Wir haben zwei Schulen und zwei Referenten dabei. Die eine Schule hat in jahrelanger Arbeit, in kleinen Schritten und mit viel Mitbestimmung die digitalen Geräte in die Schule gebracht. Und die andere Schule hat in Corona-Zeiten im März 2020 ein kurzfristiges Verfahren, einen großen Wurf gewagt. Beide werden im Webinar ihre Erfahrungen teilen und zur Diskussion stellen. Und wir haben beide gebeten, uns vorab schon eine Nachricht zu schicken, sowohl Matthias Wisocki von der Schiller-Schule in Bochum als auch Michael Pehl von der Winterhuder Reformschule. Wir beginnen von Matthias, den wir unterwegs erwischt haben. Mein Name ist Matthias Wisocki und ich bin didaktischer Leiter der Schillerschule Bochum, ein städtisches Gymnasium, das seit letztem Jahr voll digitalisiert ist. Voll digitalisiert, was heißt das? Wir arbeiten mit digitalen Geräten in jedem Fach. Alle Schüler haben ein eigenes Endgerät und unser Schulgebäude ist voll mit WLAN ausgeleuchtet. Klingt nach einem Traum. Wir haben diesen Prozess schon vor 3 Jahren angestoßen und mit Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam geplant. Wie das funktionieren kann und wie Sie das auch für Ihre Schule fruchtbar machen können, das möchte ich gerne in meinem Webinar zeigen. Ich freue mich auf euch. Danke an Matthias. Wir wechseln von Bochum nach Hamburg. Jetzt kommt Michael. Hallo, mein Name ist Michael Pehle und ich möchte in unserem gemeinsamen Webinar gerne vorstellen, wie es der Stadtteil- und Reformschule Winterhude gelungen ist, innerhalb von 3 Monaten eine Kommunikationsplattform kennenzulernen, einzurichten und mit 1200 Nutzern in Betrieb zu nehmen. Wie es uns gelungen ist, so einen hochwertigen Schulbetrieb während der Corona-Schließzeit auf die Beine zu stellen, in dem Unterricht, Gremienarbeit, Schulentwicklung und Konferenzen mit mehr als 80 Teilnehmern möglich wurden. Ich freue mich darauf, die Erfahrungen unseres schnellen, temporeichen Verfahrens mit euch zu teilen und darauf zu schauen, wie zum einen Bedenkenträger überzeugt werden können durch diese schnelle und zügige Art der Umsetzung, und wie auf der anderen Seite aber Aufgaben, Schwierigkeiten, Hürden entstehen durch diese Geschwindigkeit und wie man die trotzdem einfängt und Schulentwicklungsprozesse so mit einer
hohen Geschwindigkeit erfolgreich gestalten kann. Ich freue mich auf euch. Im zweiten Webinar um 16 Uhr geht es um Führung einer Schule im virtuellen Kontext. Wir haben zwei Referentinnen, Maike Schubert, Schulleitung der Winterhuder Reformschule, und Anna Fröhlich von der Grundschule Westerburg. Anna Fröhlich beschreibt uns selbst, wie ihre Schule aussieht und was das Thema für sie ausmacht. Mein Name ist Anna Fröhlich und ich bin Schulleiterin einer dreizügigen Grundschule in NRW. Durch unser MINT-zertifiziertes Profil, was wir an meiner Grundschule leben, haben wir schon vor dem Lockdown vielfältige digitale Erfahrungen sammeln können und die ganze Schulfamilie würde ich als digital affin bezeichnen. Dennoch sind wir bei weitem nicht komplett ausgestattet und wichtig ist und bleibt, den Fokus auf Bindung vor Bildung zu legen und die kleinen und auch großen Mutausbrüche zu wagen und wertzuschätzen. Für mich heißt es, in der Leitungsposition und Führungsposition transparent und kommunikativ zu sein mit meiner gesamten Schulfamilie, um so eine Möglichkeit zu geben, alle zu hören, alle zu sehen und auf alle eingehen zu können. Um 18 Uhr haben wir noch ein besonderes Webinar im Programm, besonders vom Inhalt, das sind aber eigentlich alle unsere Webinare, besonders für uns in der Vorbereitung in einer besonderen Hinsicht, nämlich in dieser. Die Referentinnen und Referenten standen bis vor ganz kurzer Zeit noch nicht fest. Das liegt daran, dass wir die Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises 2020 vorstellen möchten. Und die Preisverleihung und damit das große Lüften des Geheimnisses, wer denn jetzt die Preisträgerschulen sind, hat ja erst Mitte dieser Woche stattgefunden. Die Robert-Bosch-Stiftung hat es trotzdem geschafft, Vertreter der Preisträgerschulen für uns für 18 Uhr zu verabreden mit Lennart Brinkhoff. Der moderiert das Ganze. Lennart Brinkhoff kennt bestimmt der eine oder die andere, entweder aus dem Fernsehen oder von der Preisverleihung zum Deutschen Schulpreis, die er auch moderiert hat. Das Ganze also um 18 Uhr, wenn Vertreter der Preisträgerschulen über die Beweggründe für ihre Bewerbung sprechen, die pädagogischen Konzepte der Schule vorstellen und auch über Stolpersteine auf dem Weg der Schulentwicklung sprechen. Heute um 20.15 Uhr laden wir euch ein zu unserem Abschluss Behind the Screens. Das Ganze ist kein richtiger Abschluss, weil wir morgen noch das Barcamp haben, dazu gleich mehr. Wir haben aber, um auf die bisherigen Ergebnisse und Erlebnisse der Online-Themenwoche zurückzublicken, die vier Moderatoren eingeladen. Christina, Judika Schmitz, Johannes Terwitte und mich, Jöran Mus-Mehrholz, um gar nicht umfassend und komplett, sondern in vielen subjektiven Blitzlichtern eine Bestandsaufnahme zu machen. Was haben wir gelernt? Was waren vielleicht auch kuriose Ergebnisse? Was sind die interessantesten Statistiken rund um die Themenwoche etc.? Das Ganze wird hoffentlich sehr kurzweilig werden. Wir haben auch Joker-Karten für die Fragen, die man nicht beantworten will, vorbereitet. Damit kann man die Fragen an das Publikum weitergeben. Das heißt, wenn ihr dabei seid, möchten wir euch auch sehr gerne einbinden. Das Ganze um 20.15 Uhr im heutigen Abendprogramm. Zum Aufwärmen haben wir den vier Moderatoren schon vorab eine Aufgabe gegeben, nämlich wir haben die Frage gestellt, könnt ihr etwas nennen, was ihr in dieser Woche gelernt habt, aber nur eine Sache. Den Anfang macht Johannes. Hallo, Johannes hier. Eine Sache, die ich diese Woche gelernt habe. Es ist gar nicht mal so schwer darzustellen, warum Kulturwandel wichtig ist. Es ist auch gar nicht so schwer darzustellen, wie Schulen konkret aussehen, die sich auf den Weg in eine neue Lernkultur gemacht haben. Aber es ist trotz der besten Vorbereitung richtig schwer darzustellen, wie genau dieser Weg gegangen werden kann. Welche Wegmarken genommen wurden, welche Ansätze, wie man sich als Kollegium motiviert hat, sich auf den Weg gemacht hat. Das ist richtig herausfordernd rüberzubringen, weil es natürlich in jedem Fall ganz individuell gelagert ist. Danke, Johannes. Ich übergebe das Wort an Julika Schmitz. Okay, jetzt soll ich eine Sache nennen, die ich in dieser ganzen vollen Woche gelernt habe. Alles klar. Ich könnte jetzt natürlich durch jedes einzelne Webinar gehen und jede Veranstaltung Revue passieren lassen. Aber eine Sache konkret, die ich wirklich mitnehme, ist, dass es wirklich viele tolle, inspirierende, mutige Leute gibt, die vorangegangen sind und immer noch vorangehen und sich freuen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen und ihren Scheitern mit uns zu teilen. Und
Das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Woche mit und ich freue mich darüber, nochmal ein bisschen innehalten zu können, zurückzugucken und dann vielleicht auch davon noch was Samstag mit in ein Barcamp nehmen zu können. So viel von Julika. Danke, Julika. Ich übergebe das Mikrofon an Christine Nahr. Ich habe gelernt, dass gerade mit Blick auf diese turbulente Zeit, die wir alle gerade erleben, so unfassbar viel Gutes möglich ist. Dass Menschen, die Kraft haben, auch ihre Erfahrungen weiterzugeben, dass sie den Willen haben, wirklich gute Schule zu machen, mit Einzelnen in Kontakt zu bleiben und diese Stärke und Motivation an andere weiterzugeben. Und das wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine persönliche This Week I Learned, also eine Sache, die ich diese Woche gelernt habe, ist die Vertiefung der Idee von professionellen Lerngemeinschaften. Wir haben ja sehr viele tolle Geschichten gehört aus den verschiedenen Schulen und so gut wie keine Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben, die damit begonnen hat, dass ein Experte oder eine Expertin kam, das Wissen vom Himmel geworfen hat und dann wussten alle Bescheid und mussten das nur noch umsetzen. Es ging im Gegenteil immer viel mehr darum, dass man gemeinschaftlich in Teams, in Schulgemeinschaften, in vernetzten Lernstrukturen Sachen entwickelt hat, Sachen rausgekriegt hat und miteinander und voneinander gelernt hat. Morgen findet das Barcamp statt. Wir haben eine neue Session-Ankündigung erhalten, beziehungsweise wir haben sogar viele erhalten, aber eine spielen wir gleich vor. Für alle, die immer noch nicht wissen, was ein Barcamp ist, geht einfach mal im Programm auf die Programmseite zum Samstag und dort findet ihr den sogenannten Sessionplan verlinkt. Da stehen alle Sessions, also kleine Workshops, die schon jetzt vorher eingereicht und dort in den Plan aufgenommen worden sind. Die Nachrichten, die wir hier abspielen, zeigen alle Sessions, die sehr ausgefeilt sind, in denen etwas vorgestellt, präsentiert wird etc. Das soll nicht das falsche Bild erzeugen, dass sowas zwingend notwendig ist, um eine Session anzubieten. Im Gegenteil, für ein typisches Barcamp fehlen eigentlich noch so ein paar Sessions von Menschen, die nur eine Frage mitbringen, die also nicht einen Input, nicht eine Präsentation, nicht eine ausgefeilte PowerPoint-Sache mitbringen, sondern tatsächlich, die sagen, mich beschäftigt am Ende der Themenwoche diese Frage und ich möchte 40 Minuten lang mit anderen auch diese Frage diskutieren. Das reicht aus, um eine Session zu starten und man muss sich keine Gedanken machen, dass die anderen Leute, die dann da hinkommen, sich langweilen oder sowas, weil die gehen ja freiwillig dahin. Die haben ja die Wahl zwischen verschiedenen Sessions. Insofern sind die Leute, die da hinkommen, dann in der Regel genau die richtigen, um diese Diskussion zu führen. Nichtsdestotrotz sind die gut vorbereiteten Sessions natürlich genauso willkommen. Hier kommt eine neue Session-Vorstellung. Guten Morgen nach Köln. Guten Morgen zusammen. Wir, Bianca und Katja von der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft, und Lena Kesting von der Helios-Schule Köln stellen euch in zwei Barcamp-Sessions das Software- und Schulentwicklungsprojekt LernLog, der digitale Lernbegleiter, vor. Im Zentrum steht die Frage, wie können selbstorganisierte Lernprozesse digital geplant, begleitet, dokumentiert und reflektiert werden. In der ersten Session um 14 Uhr geben wir euch einen Einblick in die pädagogische Vision, den Entwicklungsprozess mit Schulen für Schulen sowie erste Erfahrungen aus der Nutzung der Beta-Version an der Helios-Schule. In der zweiten Session ab 15 Uhr werden wir euch dann einen Live-Einblick und Testing von der Beta-Version ermöglichen. Bei dem könnt ihr erste Funktionalitäten selbst ausprobieren. Seid ihr neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Bis dann. Bis dann. Heute ist Freitag, der 25. September und wir können diese Sendung nicht beschließen, ohne dass wir erwähnt haben, dass heute der globale Klimastreik stattfindet. Rund um den Erdball sind tausende von Klimastreiks geplant von der Jugend der Welt, also
auch von Schülerinnen und Schülern. Und wir haben mal nachgefragt, was denn in den Schulen dazu passiert und eine Nachricht bekommen von Arne Sorgenfrei von der Reformschule Winterhude. Bei uns an der Schule gab es noch bis zum Frühjahr eine sehr breite Bewegung, freitags sich für den Klimaschutz zu engagieren und auf die Straße zu gehen. Viele Schüler in 5 bis 7, in 8 bis 10 vernetzten sich insbesondere dann auch mit der Organisation Youth for Planet und drehten mit den Videos, interviewten teilweise sogar die Menschen auf der Demo und schalteten das dann live in die Schule, sodass die Leute, die in der Schule waren, das auch noch mitverfolgen konnten. Diese Bewegung wurde natürlich durch den Lockdown natürlich merklich abgewürgt, aber letztlich wissen die Schüler auch, dass diese Klimakrise einfach keine Pause macht und daher werden sie sich auch morgen wieder mit Fridays for Future zusammentun und auf die Straße gehen. Natürlich jetzt unter Corona-konformen Bedingungen und zeigen damit, dass ihnen das Anliegen, sich für den Klimaschutz zu engagieren, ja, immer noch wichtig ist. Danke an Arne Sorgenfrei, der die Initiative Youth for Planet erwähnt hat. Hier nochmal zum Mitschreiben oder Googlen. Youth for Planet, also Jugend für den Planeten, geschrieben Youth for als 4 und dann Planet, alles in einem Wort. Das ist auch die Internetadresse youthforplanet.com. Außerdem gibt es natürlich die Website, die die Aktion des globalen Klimastreiks koordiniert und bündelt. Die deutsche Website ist zu finden unter de.globalclimatestrike.net. Das war Radio Morgenkreis für heute. Am Samstagmorgen haben wir noch eine besondere Folge für euch vorbereitet mit einer Vorschau auf das Barcamp und die dort stattfindenden Sessions. Ganz herzlichen Dank an das Team der heutigen Sendung. Wir haben Sprachnachrichten gehört von Anna Fröhlich, Arne Sorgenfrei, Johannes Terwitte, Julika Schmitz, Christine Nahr, Matthias Wisocki, Michael Pehle. Die Korrespondentinnen von der Deutschen Schulakademie und für die Deutsche Schulakademie waren Anke Wagner, Vincent Steinl und Valentin Wieker. Die Chefin vom Dienst bei der Agentur J&K Jörn und Konsorten ist Fung Nguyen, von der wir an dieser Stelle einmal sagen müssen, dass sie in dieser Woche jede Nacht sehr lange aktiv war, weil sie von Anfang bis Ende für die Produktion dieser Radiosendung zuständig ist. Ein ganz großer Dank und Gruß an dieser Stelle an sie. Musik und Jingle kommen von Axel Janssen. Die Kinderstimmen heute von Fenja und Oskar. Die Projektleitung bei der Deutschen Schulakademie liegt bei Alexandra Braun, bei der Agentur J&K, Jörn und Konsorten, liegt sie bei Julia Zwick und Blanche Fabry. Für Radio Morgenkreis steht für das Konzept und Moderation in der Verantwortung Joran Moos-Mehrholz.